Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute total verschmiert, denn ich mache heute die Sonntagroutine praktisch. Also das heißt einen ganzen Sonntag. Und ich mache das jetzt so. Also ich habe jetzt hier schon das Rollo und alles hochgemacht. Ich erkläre euch jetzt, was ich alles so vorhab heute und dann lasse ich es einfach ein bisschen mitfilmen, was ich so mache. Und zwar, also jetzt als allererstes bin ich halt aufgestanden, habe hier mein Fieber gemessen, weil ich die, wie heißt das, Thermonal, ne, Balsa-Temperatur oder so heißt das, die messe ich. Und da kann man dann irgendwie schauen, wann man einen Eisprung hat und sowas, deswegen mache ich das. Und ja, warum ich das mache? Weil der Frauenarzt es gesagt hat, also nicht, keine Ahnung. Und ja, das habe ich gemacht. Dann war ich auf Toilette und ja, dann habe ich das Licht angemacht und habe das Rollo hochgemacht. Und ja, jetzt muss ich noch meinen Fisch füttern. Den habe ich jetzt zwar schon angemacht, wo ist er? Da hinten. Den habe ich jetzt schon angemacht, den Leo, aber ich muss noch füttern. Ja, füttern muss ich ihn noch und dann gehe ich duschen. Dann werde ich frühstücken. Ja, Emily habe ich jetzt schon mal rausgelassen. Also da mache ich immer die Tür auf frühs und da geht die immer ein bisschen spazieren, alleine halt frühs, ne? Und ja, dann nach dem Duschen und so ziehe ich mich halt an und so, mache mich ein bisschen fertig. Schminken tue ich mich Sonntag nie. Also könnt ihr euch schon mal freuen, ne? Wie ich dann ausschaue, ne? Und ja, nach dem Frühstücken werde ich dann, weiß ich noch nicht, ich denke mal dann ein bisschen chillen noch. Ja, werde ich nicht viel machen. Dann werde ich auf jeden Fall mit Emily noch mal rausgehen, ein bisschen. So eine Stunde oder so. So gegen Mittag. Dann nach den Spaziergängen werde ich dann das Essen machen, also kochen. Und ja, dann kochen, chillen, dann essen. Und ja, nach dem Essen dann wieder ein bisschen chillen und so. Also Sonntag ist halt sehr chillig, ne? Und ja, dann werde ich dann abends dann nochmal mit Emily eine Runde gehen, 15 Minuten oder 20 Minuten. Ja, und dann wäre es halt dann schon die Abendroutine, ne? Ja, das wäre halt dann die Abendroutine und dazu gibt es ja auch ein Video. Und ja, deswegen abends ist dann halt so wie in der Abendroutine halt dann, ne? Und ja, dann würde ich sagen, ich filme einfach ein bisschen so mit. Beim Duschen natürlich nicht, das geht euch nämlich nichts an. Und ja, deswegen werde ich jetzt den Fisch füttern und dann werde ich duschen gehen. Und nach dem Duschen werde ich dann frühstücken und da zeige ich euch dann, was ich frühstück. Und was ich so mache. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim Endcard wieder. Denn ich werde jetzt immer so Einschnitte praktisch reinmachen, was ich so mache, ohne Ton. Und ja, dann zum Endcard werde ich dann noch was sagen.
Stopp! Komm mit! Komm! Komm her. Wo ist es? Komm, da. Komm her. Gib. Gib her. Emily, da. Guck, Emily. Gib. Gib her. Emily, stopp. Komm her. Mit ihrer Tochter wohnt er, also das ist die Stieftochter. Weiß aber, ich habe die noch nie mit ihrer Tochter gesehen. Manchmal denke ich so daran, was wäre, wenn ich nicht mehr wäre. Dann bist du oft genug gefallen, dann beginnst du dich zu wehren. Wäre ein Ende nicht so schwer, stimme ich so manches Mal am Anfang fest. Wenn du eine Frau liebst und willst, dass sie keinen anderen kennt, wie willst du ein Spiel, das kein Ende findet? Denn es dauert ein paar Jahre, bis die ersten Ängste schwinden. Heute endet's bei den meisten paar Stunden vergehen und du siehst sie mit einem neuen gehen. War ich auch so, oder gab ich dir die Sicherheit? Denn jenes war der Baustein, der dich und mich...
bist. So, und das war's mit meinem ganzen Sonntag. Und ja, also jetzt gehe ich nur noch mit Emily nochmal die Abendrunde. Und ja, dann fängt schon die Abendroutine an. Und ja, das war's. Mehr mache ich Sonntag nicht. Und ist eigentlich immer so dasselbe eigentlich. Also bekomme manchmal Besuch, aber eigentlich fast jeden Tag. Also meine Tante kommt eigentlich fast jeden Tag. Und also so ist es eigentlich fast jeden Tag. Also Fischfüttern ist jeden Tag und so. Aber ja, das ist jetzt schon eher der Sonntag, weil ja, unter der Woche kann ich natürlich nicht die ganze Zeit chillen, ne? Das geht natürlich nicht. Das ist halt nur Sonntag. Und ja, Samstag ist dann wieder was ganz anderes. Da ist dann auch nicht so viel mit chillen. Ernsthaft, jetzt, wenn ich ein Video drehe, fährt ein Auto vorbei. Also, die ganze Zeit kein Auto vorbei kann. Jetzt, wo ich das Video beenden möchte, ich glaub's ja nicht. Naja, gut. Wenn ihr wollt, gibt's auch noch einen ganzen Samstag mit mir. Und ja, dann würde ich sagen, bis nächste Woche.